Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay in einer Gearing, eingesendet von Öti1 aus dem Clan Girl. Wahrscheinlich ist es eine super Abkürzung für irgendwas, aber kennt ihr die Werbung Girls, Girls, Girls? Oder so ähnlich. Da wird viel gesungen. Na, schauen wir mal. Das schneide ich raus. Da haben wir die Gearing in der Premium-Tarnung. Weiß nicht, ob es die Alternative ist. 20 Euro ist mir zu viel für die Tarnung. Und Öti hat es auf Stufe 5 geschafft. Im Ranked wahrscheinlich schon Stufe 1. Hartes Durchhaltevermögen. Trasser Dude. Also, puh. Ja, ich habe 22 Gefechte jetzt gemacht. Reicht vollkommen. Ist nicht schön da. Da will ich nicht hin. Ich fahre auch nicht in Urlaub dahin, wo es mir nicht gefällt. Also ja, beides in meiner Freizeit dann. So. Eine Gearing immer natürlich. Sieht aber nicht schlecht aus. Ich wollte gerade sagen, Tier 10 Gefecht, weil muss ja, weil die Gearing ja ein Tier 10 Schiff ist. Hier haben wir allerdings eine Möglichkeit des sehr, sehr guten 9er Matchmakings. Holy moly. Ja, es sind wenige Tier 10 Schiffe, sind relativ viele Kreuzer im Vergleich zu letzter Zeit, wo wir ja gerne mal 6 Schlachtschiffe haben. 5 Schlachtschiffe sind natürlich trotzdem dabei, aber naja. Die CVs noch großteils im Ranked unterwegs, da werden sie gespielt. Mal gut, mal schlecht, man weiß es nicht. Zweite Idee ist Gearing und Black. Das ist interessant im Gegnerteam und Gearing und Fletcher. Ich glaube, das Matchmaking hätte nicht besser spielen können, wobei die Black natürlich im Vorteil ist. Kommt jetzt natürlich ganz darauf an, welche Seite die gegnerischen DDs bedienen möchten, ne? Bin gespannt. Man sieht schon, Öti fährt ein bisschen vorsichtig. Wir haben noch eine Moskau, eine Alaska mit dabei, eine Neptun in Kombination mit der Black. Das dürfte natürlich schwierige Geschichte werden. Je nachdem, wo der erste Smoke aufgeht, je nachdem, wo die Neptun gesichtet wird, kann man dann schon abschätzen, wo der Zerstörer sein wird. Unsere Seite ist bedient mit einer Des Moines, mit einem einzigen Radarkreuzer, und die ist hier hinter Öti. Das ist interessant. Okay, Rhone wurde aufgemacht. Rhone. Ah, man sieht es auch hier. 16,5 Kilometer bei der Gearing. Da kann man auch torpedieren, ohne dass man ins Radar kommt. Kanonen wurden hier nicht ausgebaut, zumindest nicht über AFT. 11,1 ist die gute Gun Range. Wir sind hier mit 5,9, also keine absolute Cap Contest. Oh. Okay, Neptun auch nicht. Gearing ist rechts. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Auch wenn die Neptun noch nicht gesichtet worden ist, die geht ja erst unter 10 Kilometer auf, oder knapp um die 10. Die Black ist nicht drüben bei D. Da sieht es aus, als wäre die Gearing. Könnte natürlich sein, dass beide zu D gefahren sind, aber ich tippe mal auf eher nicht. Okay, Öti dreht hier schon ab. Er will auch nicht rückwärts reinfahren. Ja, die Moskau ist schon in Radarreichweite. Sobald er einmal tappen würde, wäre es natürlich schlecht. Er fordert hier auch Unterstützung an, dass die Moskau zuerst beschossen wird. Und vielleicht hat er sogar Glück und der Torpedo trifft. Boah, ganz knapp. Da hat sie nicht mitgerechnet. Schaut doch nach links. Ja, Radar ist an. Das ist die Moskau. Es gibt da nochmal Vollgas, damit er rauskommt. Danach könnte er theoretisch reinfahren. Fehlt immer noch jegliche Sicht der Black, jegliche Sichtung. Neptun, Alaska. Aber eigentlich müsste die Alaska auf der anderen Seite sein, oder? So viel Radar auf einer einzigen Seite. Das wäre ungewöhnlich. Man sieht ja, es gibt kaum ein Vorwärtskommen. Die Hindenburg wird wahrscheinlich bezahlen hier für ihren Vorstoß. Ja, geht. Sie hat es hinter der Insel geschafft. War anscheinend nicht offen. Nein, beide sind drüben. Ja gut, dann ist Narrenfreiheit. Georgia rechts, Black rechts, Gearing rechts. Die Fletcher kriegt richtig aufs Maul, würde ich mal sagen. Und dann ist hier der Weg frei. Moskau hat schon geradert. Ist natürlich die Frage, wo ist die Alaska? Aber jetzt hoffen wir einfach mal das Beste. Wo wird sie denn sein, wenn sie noch nicht offen war? Als Big Cruiser hat sie jetzt nicht die Aufdeckungsreichweite. Da ist sie in D9. Alles gut. Jetzt kann man annehmen. Jetzt muss man auch hier schnell vorstoßen. Denn das Team drüben, die sind nur zu dritt. Die Fletcher ist aufgefahren und wurde rausgenommen. Durch das Radar der Black. Mit Sicherheit aufgemacht und dann runtergegangen von der Gearing oder von der Neptun, die auch noch hier ist. Und dann wird es natürlich ein Problem, ne? Dass hier was Großartiges passiert. Aber es wird was Großartiges passieren. Die Frage ist natürlich, für wen?
Und es werden hier tatsächlich zwei Torpedos treffen. Der erste ganz vorne und dann der rechts. Der links ist ein bisschen zu schwach. Und damit ist die Moskwa so gut wie raus. Und da ist sie raus. Der Kremlin hat die letzten 300 gemacht. Und die Lion wird auch noch getroffen. Ja, das ist natürlich ein Segen. Ja. Für die ersten 5 Minuten eigentlich noch nichts passiert. Ein DD schon raus. Die Neptun schon raus von uns. Tragischerweise zu weit vorgefahren oder offen gewesen durch ebenfalls das Radar. Und dann, ja, gewone-shottet. Ah, aber schon 55.000 für die Gearing. Man kann natürlich die Kanonen nutzen, wenn die Möglichkeit besteht. Viel Schaden wird man nicht damit machen. Also Aufbauten natürlich 19 mm. Wir haben hier immer noch die 127 mm der Amerikaner. Die müssten doch 21 mm Pen haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja, das ist... Nein, nein, 20 mm Pen. 20 mm, oder? Doch 6. Sind 21,16. Ja, ja. 20 km Penetration. Das ist natürlich ein Päh. Pfui, pfui, pfui. Da macht sich's auch nicht bezahlt, IFA zu skillen oder so ein Spaß. Das ist ein Cap-Contester. Kämpft gegen die DS. In mir muss der nicht kämpfen hier, die Gearing. Bei der Colbert ist was anderes. Da habe ich es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Colbert hat ein. Leider nur ein Kaliber eines DDs, bekämpft aber kaum DDs, weil, ja, wie denn auch, kann sie nur machen, wenn ein DD ganz nah dran ist, allein durch den Shell Arc. Und die kann ihn nicht mal selbst aufmachen. Das ist ein bisschen kritisch. Deswegen dort IFAE würde ich empfehlen für Alpha-Schaden. Also damit auch was durchkommt, weil nur aufbauen ist zu wenig. Bei reinen DDs, die DDs jagen, ist das obsolet. Spart man sich die Verpunkte für was Wichtigeres, für was Interessanteres. Und wenn man gar nichts mehr findet, dann hat man immer noch RPF. Ist nie schlecht, wenn man weiß, wo das nächste Schiff ist. Meistens wird es 10 DD sein. Und dann hat man einen Vorteil, weil man genau weiß, aus welcher Richtung die Torpedos kommen werden. Naja. Zweimal dahingestellt. 3 zu 2, was die Schiffe angeht. Ziemlich ausgeglichen, was die Caps angeht. Jetzt ist die alles entscheidende Frage, welches Team schafft es eher, sich umzupositionieren. Kreuzfeuer nicht vergessen. Die Georgia und die Neptun müssen entkommen. Ich werde mal, ja, ich sehe die Georgia leider nicht, was die Trefferpunkte bei der machen. Sie hat natürlich den Vorteil des schnellen Heals und plus 15% Speed. Kommt auf, ich glaube, auf über 40, oder? Haben sie auf über 40? Ah, ich glaube schon. 40 Knoten. Müsste sie kommen. Jedenfalls schneller als eine Gearing ist sie. Also, ich glaube, die Georgia wird entkommen. Die Neptun könnte entkommen durch ihr, ja, ihr besseres Concealment. Da ist die Black. Das wird jetzt kritisch. Die Black wird sich smoken. Die Black wird Radar zünden. Die Black wird die Gearing outgunnen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. 7,5 Kilometer Radar hat die Black, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht stimmt das, vielleicht nicht. Ab in die Kommentare damit. Wie gesagt, wenn man die Black nicht hat, ist ein Stahlzerstörer Stufe 9 recht interessant, wenn man Fischstufe 9 fährt oder wenn es mal Gefechte auf Stufe 9 gibt. Gut, die Dauer ist natürlich klein. Und hier haben wir auch das Dämonenradar jetzt. Und jetzt wird mit barer Münze zurückgezahlt. Oh, die Neptun hat sie rausgehauen. Also nichts ist mit Unterstützung aufzuwiegen als noch mehr Unterstützung. Dementsprechend... Ah, die Black hat's probiert, aber im Hinten waren einfach, im Hinterrad waren noch Neptun, Georgia, Des Moines, Izumo. Gott sei Dank, ansonsten, es wäre es nicht gewesen für Ötti, weil die konnte einfach zu wenig Schaden machen. Für die Zeit, wo sie drauf geschossen hat. Also eigentlich, zusätzlich muss man sagen, hat die Gearing eine 21mm Bauchbinde quasi, hier in diesem Bereich. Das schützt sie natürlich von den 127mm, das geht der gegnerischen... Black, wenn darauf geschossen wird und da getroffen wird, man kann vielleicht mal schauen, wurde in den vorderen Bereich geschossen, dann, warte, habe ich jetzt, kann schon sein, dass da ein bisschen was abgeprallt ist da, also nicht penetriert, weil die Panzerung zu stark ist, wird natürlich kein Schaden gemacht. Das wissen nicht alle, das wissen wenige, aber es gibt im Spiel die Khabarovsk mit 50mm seitlicher Panzerung und die Bauchbinde hier, der Gearing mit 21mm. Es gibt natürlich auch noch die speziellen Fälle von Khabarovsk und Harugumo, die gemeinsam immer noch AP-Penetrationen von einem Kaliber über 280mm bekommen. Das sind seltene Ausnahmen, einerseits wegen dem Heal und dem Speed der Khabarovsk.
und andererseits die Haruguma, weil sie so viele Trefferpunkte hat, hat man beschlossen, hier, ja gut, die Kabarovs müsste auch 26.000 haben in Summe, oder? Ja, und so mit dem besten der besten Kapitäne hat man beschlossen, dort die AP-Pens zu belassen. Schwierige Entscheidung. Ich finde, man hätte es einfach wie bei allen DDs machen sollen und müssen, damit das Spiel einfach verständlich ist, auch für neue Spieler, für Anfänger. Die werden das niemals mitbekommen, die werden das nirgendwo hören, außer sie schauen diese Videos hier. Arktika! Nein, Spaß. Vor allem ist es immer gut, Werbung zu machen in der Mitte eines Videos für sich selbst, wo nur Leute es sehen, die es eh schon sehen würden. Naja, ist ja egal. Ja. Da haben wir gerade ein bisschen Ruhephase. Sieht nicht so gut aus für das grüne Team. Vor allem oben der Kremlin, der hält zwar einiges aus, aber gegen Sumo, Ron, Sao und Jalaska, die auf hohe Reichweite schießt, ist ein bisschen schwierig, selbst für einen Kreml. Unten sieht es natürlich besser aus. Und das war übrigens das, was ich gemeint habe mit, ich hoffe, es wird Crossfeuer, also Kreuzfeuer aufgebaut. Man hat gesehen, nur die Hindenburg ist nach oben gefahren und die Kremlin, oder die Kreml untenrum sind mehrere Schiffe. Man sieht sie auch jetzt wieder, die Neptun, die Georgia, die Izumo, nur die Des Moines ist nach oben, um hier ein bisschen, ja, kann man sagen, der Kreml zu helfen, der Izumo in die Breitseite zu schießen und vielleicht auch der Rohn. Und da merkt man dann doch, das könnte ein Problem sein. Gut, wir haben jetzt gute Torpedotreffer hier auf den Friedrich den Großen. Aber es sieht nicht so rosig aus. Die Zoom und der Kreml sieht nach einem Rammmanöver aus. Und hier ist die Gearing. Die hat Ötti nicht mehr auf dem Radar gehabt. Die habe ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Radar gehabt. Aber natürlich, irgendwo muss sie ja hin sein. Nirgendwo wurde sie gemeldet. Sie ist nirgendwo sonst aufgetaucht. Aber dass die sich so zurückhält, die wird auf jeden Fall Richtung Georgia, Neptun und die Sumo getorbt haben. Da wäre es jetzt an der Zeit, dass sie Neptun ihre akustische Suche anmacht. Ansonsten sehe ich schwarz. Oder aber Bewegung. Gott sei Dank, hat man gesehen, ist ein Torpedo-Spread hier in diese Richtung gegangen. Ansonsten hätte es vielleicht ein bisschen kritischer werden können hier auf der G-Linie. Und hier haben wir natürlich Pat oben. Izumo hat die Kreml rausgeschossen. Das ist da nicht ohne. Also, puh. Ich glaube, die Des Moines, unsere hat auch richtig kassiert. Wenn sie den Fight gewonnen hätten, wäre es wahrscheinlich ein bisschen weniger gewesen. Und jetzt kämpft sie gegen Sao und Izumo und die Alaska. Man weiß es nicht, ob die noch da ist. Flutung? Keine Flutung. Ansonsten wäre es das Ende gewesen des Friedrich den Großen. Wäre natürlich super, wenn man das hier beenden könnte, aber ich glaube, es wird nicht der Fall sein. Schießen geht natürlich auch nicht. Die gegnerische Gearing ist zu nah. 7 Kilometer. Die jetzt, ja, man könnte sie jetzt versuchen rauszukriegen, wenn die Georgia und die Zoomer mit auf die Gearing schießen. 1-2 Treffer, HE, AP, Overpants sollten reichen. Ja, man sieht es auch hier, der Kreml hat sich wieder hochgeheilt von 4.000 auf 16.000. Man muss angeschlagene Schiffe sofort eliminieren, wenn es geht. Ansonsten wird man sich dann ziemlich schwer tun. Auch die Georgia pusht jetzt, da muss man früh genug das Weite suchen. Die Gearing wird sich zurückgezogen haben. Es ist immer noch ausgeglichen von den Caps, es ist aber nicht ausgeglichen von den Punkten. Und die Des Moines hat es geschafft, hier Breitseite den Friedrich zu beharken, ist in E7 gestorben. Da kommt jetzt auch die Rhone rum, hier bekommt sie auch Breitseite, aber leider hat die Izumo ihren Job beendet. Da ist ein 3-4 Salm auf die Des Moines, macht halt nichts. Oh, und da ist die Rhone raus. Da ist tatsächlich die Rhone raus. Die Georgia wurde nicht getroffen. Nächsten Torpedos sind unterwegs. Montana direkt voraus, aber im Smoke voraus ist immer noch die Gearing. Schwierig. Die Neptun ist weit ab von Schuss. Die könnte man natürlich gut gebrauchen gegen die Gearing. Es sieht relativ, ja, könnte ich sagen, ausgeglichen aus. Könnte man sagen, es ist zugunsten der gegnerischen Gearing hier. Aber naja, mehr muss man dann jetzt sehen. Wenn es zum Begegnungsfall kommt, 136.000 Schaden ist schon enorm und es sieht dennoch nach einer Niederlage aus. Wie gesagt, die Schiffsanzahl und die verfügbaren Trefferpunkte des Gegners, die man noch abziehen müsste, sprechen einfach gegen einen Sieg von Team Grün. Bin gespannt, wie die Gearing geskillt ist. Auf jeden Fall Doppelkonzement, da sieht man kein legendäres Modul. Ja, Torpedobeschleunigung. Ich würde einfach auf Torpedobeschleunigung tippen. BFD mit dazu. Natürlich für den ultimativen Vorteil und das war ein Treffer auf die Georgia. Mit Wassereinbruch lässt ticken. Hat wahrscheinlich. Nein, ist geheilt. Nein, das tickt. Sehr gut. Und da ist die Georgia raus.
Okay, wird interessant. 4 zu 5. Wird interessant. Ah, es hat die schwierige Frage. Hier die Montana torpedieren. Oh, da ist die Gearing. Da ist die Gearing. Und jetzt bräuchte er definitiv eine Salve. Er hat HE drin, er hat AP drin, hat HE drin jetzt. Nicht Durchschlag, einer. Man sieht, dass die Bauchbinde, aber momentan sieht es gut aus. Und ja, auf den Arsch, da knallt's. Ja, ich hätte jetzt fast was Sexistisches gesagt, betreffend Arsch und Frauen, aber naja, zum Glück habe ich es noch geschafft und habe es dann irgendwie indirekt dann doch noch gesagt. Auch die Monty wird hier fressen. Gott sei Dank. So, könnte es noch was werden. Leider nicht alle Torpedos. Ja, die finden noch rechtzeitig gerochen, würde ich sagen. 186.000. Oh, wenn sie die Torpedos gefressen hätte, ne? Jetzt heißt es eigentlich nur noch nicht sterben. Sumo, Georgia, 4 Minuten 17, Neptun, nicht zu aggressiv. Ansonsten, ja, man sieht es hier, wenig Schaden. Wenig Schaden, alles nicht Durchschläge. Wie gesagt, die 127 mm auf das Deck eines Schlachtschiffs, das reicht nie, auch nicht mit der FAE. 19 mm in die Aufbauten, ja, dann geht man noch ein bisschen auf Brände. Viel hilft viel, heißt es immer, und da versucht man dann halt auf Brände zu gehen. Da wäre sogar theoretisch Sprengmeister effektiver als die FAE, wenn man auf Brände gehen möchte, aber die 5% Brandwahrscheinlichkeit der 127 mm ist einfach nicht der Rede wert. Da, jetzt, eigentlich heißt es, nicht mehr in Angriff gehen. Izumo, Izumo und Georgia sollten wegfahren. Dann, ja, würde man gewinnen. Jetzt muss man die Monty nochmal rausholen und dann würde man gewinnen. Das war's. Eigentlich nur die Monty rausholen, come on, und dann wegfahren. Mehr ist es nicht. Nicht sterben natürlich, nicht sterben. Und es sieht gut aus mit der Montana. Da ist Brand drauf, der nicht gelöscht wird. Ja, jetzt sind wir wieder vorne, ausgezeichnet. Wegfahren und gewinnen. Let's go. Wichtig wäre noch, dass hier Ötti eine Runde eine Runde Scouten geht. Und die Georgia hier nicht. Genau. Genau, die Mannschaft. Just run. Sehr gut. Genau so ist es. So, er torpt hier noch in die Richtung. Warum sollte hier ein Schiff durchkommen? Oh Gott, nein, die Neptun. Oh je. Dann torpt er sie raus und die Georgia kann fliehen. Don't do anything stupid. Das ist... manchmal ist es einfach besser, nichts zu tun, als was Dummes zu tun. Da hat die Dämon vollkommen recht. Es sind 2 Minuten 17. Wo man einfach nur rumsitzt. Ach, shit. Oh ja, gut, das... Ach, shit. Ach, shit. Ach, shit. Ja, das Radar der Alaska, das Radar der Alaska. Da hat das Spotting gefehlt. Wenn es auch gut war, die Monty rauszuholen, hat hier in der Mitte tatsächlich das Spotting gefehlt. Dementsprechend wird hier die Neptun jetzt, ja, die wird fokussiert. Wenn da die Zoomer mal ordentlich trifft, dann war es das mit der Neptun. Wenn sie es noch schafft, hinter die Insel zu kommen... Dann wird es noch eine knappe Geschichte. Wenn die Neptun rausgeht, dann ist scheiße. Dann ist übel scheiße. 1 Minute 30. Survive. Da war die Salve in AP, der Izumo. Komm, hinter die Insel. Es tut so weh. Alaska hat die guten Winkel. Ja. Ja, Noob kann man da nicht sagen. Er hätte nicht hier bleiben dürfen, ja. Die Neptun hätte schon vor 4 Minuten wegfahren müssen, als man das erste Mal vorne war. Man könnte aber auch sagen, Ötti hätte lieber in der Mitte gescoutet, als hier die Monty fokussiert. Ja, dann hätte es mit den Punkten nicht funktioniert. Aber dann hätte man sagen können, ja, die Zuma hat sie auch schon früher sehen können und hätte wegfahren können, dann... Wäre es kein Problem gewesen mit den Punkten und da waren 2 Zieltreffer. Aber es sind leider nicht genug. Das waren die Treffer auf die Alaska wahrscheinlich. Aber das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Boah, wo lag der Fehler? Ich glaube, man kann hier nicht an einer Person einen Fehler festmachen. Wie gesagt, mangelndes Scouting
hat schlussendlich wahrscheinlich den Sieg gekostet, gleichermaßen wie mangelndes Verständnis, wohin zu fahren ist und auf die Punkte zu achten und auf die Zeit. Wenn die Torpedos noch treffen, dann ist es ein Sieg. Wenn nicht, dann ist es eine Niederlage. Stand jetzt. Treffer? Nein. Nein. Schade, schade für Ötti. Und hier sehen wir den Kapitän und das erstaunt mich jetzt schon ein bisschen. Also die Standard-Skills sind natürlich... Ja, der ist dabei, wobei ich hier... Ich skill sowieso Last Stand. Ob mir jetzt das Steuergetriebe ausfällt oder nicht. Relativ die minus 30%, wie die dann einfließen, weiß ich nicht. Ich habe gerne zusätzliche Informationen. Wer in Reichweite ist zum Ziel, das ist ihm selbst überlassen. Das ist von mir aus diskutabel. Kann man reinmachen oder den macht man rein, ist egal. Last Stand ist natürlich Pflicht für einen DD, der im Cap kämpft. Denn man muss agil bleiben. Und da wird man natürlich aus nächster Nähe beschossen und dann wird man auch getroffen. Dann haben wir hier den SB-Skill, ist auch Pflicht für einen DD, der im Cap kämpft. Und je nachdem, was man hat, und mit der Gearing hat man die absolute Feuerüberlegenheit, wenn man hier noch die minus 10% nimmt. Wobei absolut schwierig zu sagen, wir haben noch eine Daring da, wir haben noch eine Harugumo da, da müssen wir schauen, wie die DPM ist. Aber Wendigkeit, Ruderstellzeit, die Gearing finde ich immer noch sehr, sehr geil. Sehr, sehr klasse. Vor allem auch, wenn man sie ein bisschen auf Anti-Air skillen möchte, hat man noch ein T-Virus mit dabei. Also ein defensiver Anti-Air Consumable. Ist halt, da ist ein bisschen ein Vorteil, was die Daring betrifft. Dafür hat die Daring Heal. Schwierige Entscheidung. Das wird jeder für sich selbst entscheiden. Und die 16,5 Kilometer Torpedos gegen die einzelabschießbaren 10 Kilometer Torpedos hat alles seine Vor- und Nachteile. Dann natürlich Doppel-Concealment, ja. Wenn man sie denn auf Legendary-Modul fährt, dann verliert man ein bisschen Feuerpower. Das kann man hier dann ausgleichen. Da bekommt man, glaube ich, nur noch auf minus 15% Nachladezeit. Ansonsten wären es minus 25% mit dem Legendary drin. Dann kommt man schon in Bereiche einer Yu-Yang. Das ist pui. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber IFA bringt nichts. Darauf wollte ich hinaus. Das bringt einfach nichts bei den 127 mm. Man kann es sich ja mal durchrechnen, oder? Wir haben 127 mm geteilt durch 6. Das ist nämlich die Penetration der amerikanischen Haie beim DD. Kommen wir auf 21,16 mal 1,3, weil das sind die 30%, die man dazu bekommt, sind 27,516. Da wird aufgerundet auf 28 und das ist genau da, wo die Granate dann nicht penetrieren kann. Das bedeutet, 27 mm können wir penetrieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir können 27 mm Panzerung, unabhängig vom Winkel und von Entfernung, auf 11,1 km beschießen und penetrieren. Das mit einer recht guten DPM. Die alles entscheidende Frage ist, welches Schiff hat denn 27 mm? Leichte Kreuzer. Vorne an der Nase und am Bug, in der Mitte meistens sogar ein bisschen mehr. Schwere Kreuzer, 27 mm, hinten und vorne. Super Structure ist sowieso 19 auf Stufe 10, da kommt man mit der normalen 20 durch. Und bei den Schlachtschiffen kommt man dann so gut wie nirgendwo extra durch. Gegen welche Schiffe möchte ich extrem selten oder gar nicht kämpfen müssen auf 11,1 km mit meiner Kanonenstärke und mit meinem HP-Pool gegen leichte Kreuzer und gegen schwere Kreuzer mit Radar? Möchte ich nicht. Deswegen ist dieser Skill für mich in der Gearing absolut unnötig. Man könnte streiten, ob er in der Khabarovsk praktikabel ist, weil andere Kampfdistanz 14,2 oder 13,5 und andere Gegner, da kann man es auch mal mit einem leichten Kreuzer aufnehmen wie der Wuster, die einen beschissenen Shellark hat und leicht auszuweichen ist. Aber die Frage ist, kann ich diesen Skill überhaupt nehmen bei der Khabarovsk? Kann ich ihn entbehren, die 4 Punkte? Naja. Ach, genug über diesen Skill. Hier haben wir 232.000 brutalen Schaden natürlich durch die Torpedos. 14 Torpedotreffer sind einiges. Aber leider eine Niederlage, wie gesagt, haben wir schon ausreichend besprochen. 1666 wären mal 1,5, dann schlussendlich 2400 irgendetwas Basic XP. Was 2500, das ist natürlich auch super. Hier sieht man es auch gut, Torpedos 162.000 Schaden, die Hauptbatterie immerhin 58.000 und 12.000 dann Brände, wobei die Brände nur 2500 waren. Natürlich mega geringe Brandwahrscheinlichkeit durch die minus 1%, dann können wir runter auf 4, vielleicht mit Flaggen noch auf 5 wieder hochgesetzt. Das sind halt die 127 mm. Da braucht man Glück, das RNG, gleich wie bei den Wassereinbrüchen. Wobei, bei den Wassereinbrüchen hat man kein Glück, sondern das ist Prozent.
Da wird mit Widerständen gerechnet und Wassereinbruchswahrscheinlichkeit je Torpedo. Also, ja, es ist halt auch zu lange zum Erklären. Credit Points 486.000, das ist gut. Wenn ihr wollt, kann ich ja mal so ein Video machen über Brandwahrscheinlichkeit und die Torpedo-Wassereinbruchwahrscheinlichkeit. Aber ich glaube, das ist auch eher nur für so mathematische Freaks, die das gerne sehen möchten. Interessant. Leute, ich danke fürs Einsenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Gefecht. Ciao.